Einen wunderschönen guten Abend. Hallo zusammen. Hallo Sandy Berg. Hallo Welt. Hallo hier im Saal. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Vielen lieben Dank für eure Liebe. Die braucht mein kommender Gast jetzt auch in hohen Dosen, glaube ich. Er ist so ein richtiger Tausendsasser. Also wenn ihr jedes seiner Talente beklatschen wollt, dann habt ihr eine Menge zu tun. Aber es ist ja so, bei Künstlern, die Presse steckt einen als Künstlerin oder Künstler immer gerne in so Schubladen rein. Ne? Presst einen da rein, deswegen heißt es ja auch Presse. Ne? Dann kann man hinterher sagen, guck mal, ja, der Künstler macht das, ne? Die Künstlerin macht das. Ist überall ein Etikett drauf, super. Wenn man diesen Gast jetzt beurteilen würde nach Schubladen, müsste man sagen, der Mann ist ein ganzer Schrank. Oder er ist ein wahnsinnig heller Kopf, er kriegt wahnsinnig viel mit und hat aber trotzdem sowas total Verspieltes, was ich persönlich sehr charmant finde, oder auch so ausgedrückt. Ein Kumpeltyp zum Pferdestehlen, aber auch zum Ponys klauen. Nur, wen im Kopf Beschwerden quälen, sollte seine Show nie schauen. Zuerst erscheint er unbedarft, schon fast wie ein Kind im Edelzwirn, doch bald schon zeigt er und entlarvt, welch Flausen ihm im Schädel schwirren. Er liefert Songs und freche Klänge, stilvoll im geknöpften Hemd, wobei er ohne Brechgestänge Brettern von den Köpfen stemmt. Und wenn er Stimmen parodiert, samt Sängern aus der Star-Rubrik, begleitet ihn aufs Haar kopiert das Who is Who der Chartmusik. Ein smarter Typ, der hinterfragt, was mancher als gegeben nimmt, der nicht im Mainstream blind sich plagt und lieber gleich daneben schwimmt. Versprüht wer solch ein Spitzbub-Flair, als ob der Geist von Wittgenstein ein Praktikant im Kids-Club wäre. Dann kann's nur Henning Schmidtke sein. Hier ist Henning Schmidtke. Viel Spaß! Dankeschön. Ja, wir haben viel vor uns und deswegen steige ich erstmal mit was Leichtem ein, mit einem Gruß an die Deutschlehrer. Ganz locker machen wir das jetzt. Ich hab geglaubt, der Genitiv sei noch zu retten. Doch ich habe mich geirrt. Wenn ich die Kinder von heute so reden höre, bin ich völlig dem illusioniert. Es ist ein Angebot. Okay, dann vielleicht machen wir erstmal albern, ne? Dann grooven wir uns so langsam ein. Das ist auch kein Problem. Wer gegen Organhandel ist, oh, wer gegen Organhandel ist, oh, wer gegen Organhandel ist, der hat kein Herz. So. Jawohl. Ja. Einfach mal ein bisschen albern sein. Einfach mal, so wie so ein Kind. So einfach hier, mein Ohrenarzt, wollte sich noch mal melden. Ne? Hab nie wieder was von ihm gehört. Einfach so, ne? Aber witzig. Ne, das Kind wieder freigraben, was sich in deinem Ego so in der Kruste befindet noch. Das müssen wir wieder rausholen. Gibt ja dieses schöne Lied von Peter Maffay. Tief in mir drin bin ich ein Kind geblieben. Wunderschön. Und seit ich letztes Jahr mal neben ihm auf der Bühne stand, weiß ich auch, was der meint. Aber Maffay ist für mich ein großer Mann. Ein großer Mann, denn kaum einer weiß, wie viele karitative und soziale Projekte der Mann schon gestemmt hat. Es gibt eine Liste davon im Internet, die ist so lang, die nimmt die Hälfte des Speicherplatzes von Wikipedia ein. Der hat richtig was geschaffen. Der hat gezeigt, du kannst reich und berühmt sein, aber du musst dich deswegen trotzdem nicht im Egoland verkriechen. Du kannst für andere Menschen da sein, die es nötig haben. Ja, das ringt mir Respekt ab. Da ziehe ich meinen Hut. Das finde ich toll. Das ist Peter Maffay. Das geht. Er hat uns gezeigt, du kannst für andere Menschen etwas tun. Denn wir können, wenn wir ehrlich sind, nur gemeinsam die Aufgaben stemmen, die vor uns liegen. Und die sind nicht klein. Und seien wir mal ehrlich, für alles brauchst du andere Menschen. Für alles. Selbst für eine Schlägerei brauchst du mindestens einen, der mitmacht. Sonst sieht das völlig bescheuert aus.
Deswegen einfach mal, ne, gemeinsam etwas tun. Wir müssen das wieder trainieren. Wir haben uns zu sehr abgekapselt. Gemeinsam, sagen wir mal zum Beispiel singen. Das machen wir eigentlich auch kaum noch. Einfach mal gemeinsam singen. Das machen wir nicht. Ja? Die Kinder machen es auch nicht mehr. Ja? Gut, die werden auch nicht rangeführt. Traurige Zahl, 80% des Musikunterrichts in deutschen Schulen fällt aus. Und das ist eine Schande. Im Land von Brahms, Beethoven, Bohlen. Die singen nicht mehr. Guck mal, in Irland, da ist es noch so. Da gehst du in eine Kneipe und wildfremde Menschen singen diese schönen irischen Volksballaden. Also einer singt, die anderen saufen, ist Irland. Aber im Refrain kommen die alle mit dazu, weil der ist phonetisch so einfach gestaltet, dass du ihn auch mit 8 Guinness im Kopf noch sauber hinkriegst. Ne? Original-Textbeispiel. Sing, doodly-die, doodly-die, doodly-die-di-ho. Sing, doodly-die, doodly-die-di-di-di-ho. Ne? Du merkst, es ist ein irischer Refrain, denn du kannst ihn sogar singen, während du trinkst. Sing, doodly-die, doodly-die-di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 -
Oh, ich sehe, einige kennen das auch, das beruhigt mich. Daran merkst du es, du wirst älter, ne? Ich merke es auch mental. Ich merke, dass ich mich heute über ganz andere Dinge aufrege. Zum Beispiel beim Einkaufen. Beim Einkaufen war ich früher völlig neutral. Alles in den Sack getan, nach Hause gefahren. Heute nicht. Heute rege ich mich auf über die Gewinnflation. Gewinnflation ist, wenn irgendwer die Preise erhöht, obwohl das gar nicht müsste. Das ist fies. Und damit du das nicht merkst, ändert sich der Preis im Supermarkt gar nicht, sondern in der Packung ist weniger drin. So verarschen dich. Deswegen guck immer nur auf die 100-Gramm-Angabe. Das ist mein Tipp für euch alle. Die 100-Gramm-Angabe ist dein einziger Freund im Supermarkt. So sieht's mal aus. Und für alle, die es wirklich nötig haben, ganz wichtiger Tipp. Bei Würstchen im Glas oder Gurken, guck immer nur auf das Abtropfgewicht. Ja, da steht noch eine zweite Zahl. Guck da nicht hin, die soll dich irgendwie verwirren, ablenken. Das ist eine Verschwörung. Mach da nicht mit. Guck immer nur auf das Abtropfgewicht. Das willst du wissen. Die zweite Zahl rechnet was mit ein? Wasser. Ich schütte das weg. Was interessiert mich, was das wiegt? Immer steht da diese zweite Zahl. Das habe ich nie verstanden. Haben Sie schon mal eine Geburtsanzeige gesehen? Hurra, Dominik ist da. Gewicht 4000 Gramm, Abtropfgewicht 3700. Es steht da nicht. Ehrlich. Das ist doch kein Zufall. Da wirst du gemolken. So sieht's aus. Aufgepasst, Freunde, gerade im Supermarkt, überhaupt. Der Kapitalismus braucht Wachstum. Wachstum braucht Konsum. Konsum braucht uns, die Konsumenten. Und irgendwann sitzen wir da und haben alles, was wir brauchen. Viele von uns haben alles, was wir brauchen. Aber so funktioniert kein Kapitalismus. Du musst mehr wollen, damit es weitergeht. Also muss dir das System sagen, begehre etwas, das du gar nicht brauchst. Und es funktioniert. Es funktioniert super. Ich hatte mein Schlüsselerlebnis. Da war ich vor 15 Jahren mit meinem geizigen Onkel in der Stadt unterwegs. Geizig ist noch untertrieben, er ist Schwabe, er ist richtig, das Klischee stimmt. Also er sagt immer zu mir, Henning, wie begeht ein Schwabe Selbstmord? Er stürzt sich in Unkosten. So ist er drauf, aber diesen Panzer aus Geiz haben zwei Handyverkäufer geknackt und ihm einen Internettarif fürs Handy verkauft. Das gibt's gar nicht. Von beiden Seiten kamen die an. Hey, kennen Sie schon den neuen Doppelmoppeltop-Tarif? Der neue Doppelmoppeltop-Tarif hat ein Datenvolumen, das Sie physikalisch gar nicht ausreizen können. Aber warum heißt denn der Doppelmoppeltop-Tarif überhaupt Doppelmoppeltop-Tarif? Ganz einfach. Nicht nur Sie können den neuen Doppelmoppeltop-Tarif nutzen, sondern auf einem zweiten Handy Ihre Frau ohne extra Kosten. Phänomenal, oder? Aber jetzt kommt's, warum der Doppelmoppeltop-Tarif unschlagbar ist. Wenn Ihre Frau Ihr Handy verlieren sollte, braucht sie keine neue SIM-Karte. Sie nimmt irgendein Handy, gibt in den Browser eine 88-stellige PIN ein und kann sofort wieder den neuen Doppelmoppeltop-Tarif nutzen mit einem Datenvolumen, das sie physikalisch kann. Der hat unterschrieben. Mein geiziger Onkel. Wie perfide war das denn? Also nicht das Angebot, das war ein fairer Preis, aber mein Onkel hat keine Frau. So werden wir gemolken, gnadenlos. Ne? So ist es doch. Gerade ältere Menschen sind natürlich in Gefahr. Das muss man sagen. Ältere Menschen verstehen oft diese Tech-Sprache nicht. Ich habe das neulich erlebt, da war eine 80-jährige Dame im Elektromarkt, die wollte sich noch einen Fernseher kaufen. Der Verkäufer hat es überrollt mit diesem Tech-Talk. Er so, ja, was soll er denn haben, ihr Gerät? Ja, ich weiß auch nicht, aber was soll er haben? Ja, das müssen Sie mir sagen, wir haben hier alles. Wir haben hier LED, QLED, 4K, 6K, 8K, DVB-T, was soll er haben? Und sie so, ja, ZDF. Aber die wusste wenigstens noch, was sie wirklich braucht und was nicht, ja? Wir anderen haben das scheinbar vergessen. Meine Nummer eins der Produkte, die kein Mensch braucht, aber offensichtlich scheinbar alle haben wollen, der Thermomix. Kostet über 1000 Euro. Mein Kumpel hat den jetzt, das ist wie eine Sekte. Ja, wenn ich bei denen zu Besuch bin, sagt er so, ey, drüben arbeitet der Thermomix. Ich so, ja und, was kann der? Alles. Ich so, wie alles? Na alles, der kennt jedes Rezept. Der weiß genau, wie lange die einzelnen Komponenten so kochen müssen. Wenn das Essen fertig ist, gibt er sogar Bescheid. Ich sag, ja und, das gab's früher auch, das hieß Oma. Ich wollte wissen, was ist der Benefit von diesen über 1000 Euro? Ich habe gesagt, okay, jetzt finden wir mal raus, was du nie wieder machen musst, weil du dieses Ding hast. Er so, okay, wir machen eine Checkliste. Ich fing an. Also, der Thermomix kann kochen. Ja. Der Thermomix kann backen. Ja. Der Thermomix kann braten.
Also kommt drauf an, okay. Aber der Thermomix, der schnippelt das Gemüse schon ganz alleine. Er so, ja, so ein bisschen muss ich da schon noch ran, da muss man was auskratzen. Und so. Ich so, okay, aber der reinigt sich komplett selber. Ja, komplett wäre übertrieben und so. Aber der bestellt bestimmt alle Produkte schon im Internet. Ja, weiß ich nicht, vielleicht das nächste Modell, kann man so nicht sagen. So, unterm Strich kam raus, als Fazit, was du nie wieder machen musst, wenn du den Thermomix hast, umrühren. Das macht mir ein bisschen Angst. Das heißt, da draußen in Deutschland sitzen Leute, die zahlen über 1000 Euro, um nicht mehr umrühren zu müssen. Das ist völlig verrückt. Das ist kranker Konsum. Ich mach da nicht mit. Aber klar, irgendwann musst du. Du musst wieder konsumieren, weil wenn du dich standhaft weigerst und nichts konsumierst, dann kommt das System zu dir nach Hause und macht deine Sachen, die du schon hast, kaputt. Stichwort geplante Obsoleszenz. Jeder kennt das. Irgendwas geht kaputt, du holst die Garantie. Oh, gestern abgelaufen. Und dann löst sich die Garantie auch noch auf. Du stehst mit nichts da. Und das ist geplant, natürlich. Und das Allerschlimmste ist natürlich die Billigsachen, die sowieso kaputt gehen. Und du hast aber bei irgendwelchem China-Strott überhaupt keinen Ansprechpartner, der da irgendwas noch regeln kann. Ich kann die Leute verstehen, die dann auch mal durchdrehen. Ich hatte so einen vor mir in der Schlange am Reklamationsschalter, Elektromarkt, der hatte das dritte Mal so einen Milchschäumer gekauft, das dritte Mal kaputt. Der war puterrot, der so, Leute, wollt ihr mich hier verarschen? Was ist denn das hier für ein Gerät? Das kann ja nicht sein, das dritte Mal bei mir kaputt gegangen. Was ist das überhaupt für Material? Es gibt Materialien, die halten im Weltall bei extremer Hitze oder Kälte unter extremem Druck. Das Ding nicht mal 3 Wochen in meiner Küche, das ist doch verarsche. Bei euch kaufe ich nie wieder. Der hatte schon Schaum vorm Mund. Ich dachte mir, was braucht der, einen Milchschäumer, wenn der einen Cappuccino will? Einmal in die Tasse, pff, fertig. Aber ich verstehe die Wut. Wenn du kapierst, als Kunde bist du nicht König, du bist Milchkuh. Die wird gemolken. Und du merkst es nicht mal, wie sie dir an die Zitzen fassen, das System. Die haben dich sogar so gehirngewaschen, dass du für sie arbeitest. Ich wette, jeder hier hat schon irgendwann mal für IKEA gearbeitet. Irgendwas aufgebaut. Ja? Gut, mein geiziger Onkel sagt, ja, da kannst du bei so einem Kleiderschrank 80 Euro sparen. Ja? Kumpel von mir sagt, ich hätte gern 80 Euro draufgelegt, hätte ich jetzt noch alle Finger. Also, es ist verschieden, aber so sieht's mal aus. IKEA lässt uns für sie arbeiten, damit die sich kackfrech Möbelhaus nennen können. So stehen die in den gelben Seiten. Möbelhaus. Entschuldigung, was macht ein Möbelhaus? Es verkauft Möbel. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen jetzt ein Geheimnis verrate, aber IKEA verkauft keine Möbel. IKEA verkauft Holz und Schrauben. Das ist ein internationales Sägewerk, mehr nicht. Ja, aber die haben sich das fein ausgedacht. Lass die anderen für dich arbeiten und dann machst du noch mehr Profit. Und wir Dussel machen den ganzen Blödsinn mit. Wir sind gehirngewaschen. Wir assistieren beim eigenen Melken. Ja, wer tütet denn im Backladen die Brötchen ein? Wir, die Kunden. Oder hier, Bahn. Wer sucht bei der Bahn die beste Verbindung im Internet, druckt noch sein Ticket? Der Kunde. Oder neulich habe ich im Fernsehen gesehen, Grönemeyer-Konzert. Wer singt 2 Stunden durch? Publikum. Das ist verrückt. Der Mensch ist eigentlich gar nicht so verquer und egoistisch. Es ist das System, was uns dazu macht. Ja? Unser Ego kann so vieles und unser System zwingt uns, uns gegenseitig zu melken. Und trotzdem frage ich mich immer, wir sagen immer Ego, ich. Wir sagen 100 Mal am Tag bestimmt ich und wissen aber gar nicht so genau, was das eigentlich sein soll. Was meinen wir damit? Was ist ich? Und ich sag's Ihnen, es ist das größte Rätsel im Universum. Denn niemand kann das wissenschaftlich beschreiben, das Gefühl, ein Ich zu haben. Das geht nicht. Das heißt, wir reden hier, wenn wir Ich sagen, gleichzeitig über das größte Geheimnis, das es überhaupt gibt. Und deswegen ist auch diese Frage, wer bist du, gleichzeitig ganz einfach und doch das größte Rätsel. Denn wer weiß das schon? Und jedes Mal kommt es ja auch darauf an, wer, wen, wann, wo fragt und es kommt was anderes bei raus. Und wenn ich zum Beispiel auf einer Party eine schicke Frau frage, hey, wer bist du? Dann wird das vielleicht der Beginn eines wunderbaren Abends. Wenn ich dann aber dieselbe Frau am nächsten Morgen im Bett frage, wer bist du?
dann wird's lustig. Und wenn dann dieselbe Frau am nächsten Morgen im Bett antwortet, ich bin der Thorsten, dann wird's ganz lustig. Aber was ist dieses Ich? Ne? Wo fängt das an? Wo hört das auf? Seit wann bist du ich? Also nicht ich, also du, der da sitzt, also dein Ich, wie lange gibt's das schon? Dann sagst du wahrscheinlich, naja, seit meiner Geburt. Aber das stimmt nicht. Bei deiner Geburt warst du gar nicht dabei, denn niemand von uns hat Erinnerungen an unsere Geburt. Das ist strange. Unser Ich ist irgendwie erst später dazugekommen. Niemand weiß, wo das herkommt und wohin es geht. Irgendwann ist es da, aber glaub mir, kein Mensch erinnert sich an die Geburt. Erster Geburtstag, auch keine Erinnerung. Zweiter Geburtstag, keine Erinnerung. 18. Geburtstag, keine Erinnerung. Okay, dann sagen wir einfach, das Ich ist der Körper. Fertig. Haben wir es leicht. Ne? Hier fange ich an, da höre ich auf. Perfekt. Aber jetzt könnte man mir ja meine Arme abschneiden. Und die Beine auch. Und ich wäre immer noch ich. Man könnte mir auch noch wichtige Organe entnehmen. Ich wäre immer noch komplett. Man kann einem Menschen erstaunlich viel wegnehmen und ich ist immer noch da. Gut, mein Neffe sagt immer, nimm Dennis sein Handy weg und der ist tot. Okay, dann sagen wir einfach, das Ich ist Gehirn. Aber die Neurowissenschaftler wissen auch nur zu gut, du kannst sehr viel vom Gehirn entfernen und ich ist immer noch da. Und noch was, Wissenschaftler sagen, alle 7 Jahre werden sämtliche Moleküle deines Körpers ausgetauscht, komplett erneuert. Denk an ein schönes Erlebnis in deiner Kindheit, du mit deinem Körper, du warst streng genommen gar nicht dabei. Das Ich ist mehr wie so eine Software. Was ist denn da los? Wir verstehen überhaupt nichts von dem, wenn wir sagen, ich. Aber wenigstens haben wir dieses Ich-Gefühl halt immer. Darauf kann man sich verlassen. Immer ist das da, ne? Nein, ist es auch nicht. Wenn du zum Beispiel traumlos schläfst, gibt es kein Ich. Niemand, der etwas erlebt. Wenn du in der Narkose liegst, gibt es dich nicht. Jeder kann dir das bestätigen, der sich damit auskennt. Es gibt kein Ich, wenn du nicht bewusst bist. Und niemand weiß, ob sich das irgendwo im Universum verkrochen hat. Ja. Und wenn man stirbt und nicht ans Jenseits glaubt, dann ist ganz vorbei. Und das Ich verschwindet auf ewig im Dunkel des Universums. Und da habe ich mir überlegt, dann will ich wenigstens wissen, wie lange noch. Und war bei so einer alten Wahrsagerin irgendwo aus Osteuropa. Und ich habe gesagt, Mütterchen, sag, wie lange noch? Und sie guckt in ihre Glaskugel. Oh, ich sehe. Ja, was siehst du? Ich sehe, du wirst alt wie mein alter Jaroslav. Vater von die Kinder, Opa von die Enkel. Ach echt? Wie alt ist der denn? Ach, schon lange tot. Ich habe eine Psychologin gefragt, die hat gesagt, ganz einfach, wenn du rausfinden willst, wer ist ich, also du, frag die anderen, weil die prägen dich ja mit, die Kommunikation mit denen. Man sagt ja auch in der Psychologie, ein Mensch, der jetzt, sagen wir mal, ohne andere Menschen aufwachsen würde, hätte gar kein Ich, weil er sich ja gar nicht abgrenzen muss. Das ist jetzt hier Volkshochschulteil, kann man auch mal machen, lohnt sich. So, und da habe ich gedacht, komm, guck dir mal an, wer dich geprägt hat, Abi-Treffen lag an, war ich dabei, so. Und ich wollte halt wissen, was machen so die alten Kifferkollegen? Überraschung, die Hälfte war gar nicht da, weil die nämlich heute Business-Kollegen sind. Die siehst du gar nicht mehr, die jetten nur noch um die Welt, um zu arbeiten. Jeder kennt diese Jungs, ne? Die studieren an der London School of Economics, dann 2 Jahre Praktikum in Hongkong, 4 Jahre Malaysia, 8 Jahre Dubai, 6 Jahre New York, 5 Jahre Düsseldorf, 3 Jahre Stockholm, 4 Jahre Frankfurt, 1 Jahr Berlin, mit 48 kippen sie um und sind tot. Auf dem Grabstein steht, mein erster fester Wohnsitz. Genau die. Und
Davon habe ich zu viele in der Bekanntschaft. Und Partyfeiern kannst du eh bei denen vergessen. Ich frage die schon gar nicht mehr. Deswegen war ich umso überraschter, als ich neulich eine Einladung bekam von einem befreundeten Karrierepärchen. Die klang gut. Auf Western-Buchstaben geschrieben war das so, richtig Kartonpapier. Kommt alle zu unserer Wild Bunch Party. Wir saufen jetzt nochmal richtig wie früher. Es gibt nur Getränke ab 30% Alkohol aufwärts. Scheiß auf die Nachbarn, scheiß auf die Zukunft. Keine Kinder, keine Kompromisse. Und ganz unten bis 23 Uhr. Ja, da habe ich auch gesagt, seid ihr bekloppt? Ich bin Künstler, eine Party bis 23 Uhr ist für mich keine Party. Das ist ein Brunch. Ingo und Christiane waren das. Die arbeiten sowieso beide viel zu viel. Das merkst du, die haben sämtliche Empathie füreinander verloren. Die haben jetzt ihr drittes Kind gekriegt. Folgende Situation. Ich sollte Ingo dabei filmen, wie er das Kind das erste Mal im Leben sieht. Richtig schön romantisch. So, wir kommen ins Krankenzimmer. Er beachtet Christiane gar nicht, die da blass im Bett liegt. Schnappt sich einfach das Baby, sagt, komm Henning, halt drauf. Ich filme ihn. Er guckt das erste Mal im Leben auf sein drittes Kind. Hammer, ist das hässlich. Christiane, was ist hier los? Die ersten beiden sind hübsch, jetzt so ein hässliches. Hast du mich betrogen? Und sie ganz blass. Nee, diesmal nicht. Aha. Cooler Spruch, coole Frau. Ich verstehe mich super mit ihr. Naja. Apropos Frauen, auf dem Abi-Treffen habe ich dann endlich mal wieder Tanja getroffen. Und ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wenn man jemanden so 10, 20 Jahre nicht gesehen hat und der hat sich überhaupt nicht verändert und man denkt sich so, schade. Sie kennen das auch, das ist gut, da muss ich es nicht erklären. Also jetzt nicht, dass es Missverständnisse gibt, nicht das Äußerliche. Mein Gott, sie ist halt ein bisschen fülliger, aber Schwamm drüber. Nein, sie ist einfach so extrem esoterisch, dass ich nicht mehr über die Brücke komme, um mit ihr zu kommunizieren. Es geht nicht. Die hat alles durchgemacht. Die war schon als Kind immer nur am Sternzeichen interessiert. Egal wer kam, was bist du für ein Sternzeichen? Sogar der Hund, was bist du für ein Sternzeichen? Sie hat immer gewusst, welches Sternzeichen wer hat und so. Mir ist das scheißegal, ich glaube nicht an diesen Quatsch. Das ist typisch Wassermann. Jedenfalls habe ich festgestellt, es ist jetzt noch schlimmer als früher. Egal, was im esoterischen Supermarkt angeboten wird, es kommt in ihren Warenkorb. Ja, sie hat alles durch. Feng Shui, Chop Suey, Energiesteine, alles. Irgendwann fing sie an, oh, jetzt habe ich festgestellt, ich bin Synästhetikerin. Ich so, was? Ich bin Synästhetikerin. Wir verbinden verschiedene Sinneseindrücke. Und dann kommt dabei raus, die 7 ist gelb, die 9 ist braun, die 19 ist 10. Ich so, ah, das kenne ich. Die 33 ist bei mir Ente süß-sauer. War sie eingeschnappt, aber nur so kannst du mit denen reden. Weil rational diskutieren, das kannst du eh vergessen. Wir haben Sachen erlebt. Wir waren zum Beispiel auch auf Klassenfahrt in Detmold. Wunderschön, wollte sie zu den Extersteinen im Teutoburger Wald. Also es sind einfach so Felsen, stehen rum, sehen gut aus. Was ich nicht wusste, und das kann jeder googeln, kein Mist. Es gibt erwachsene Menschen, die am helllichten Tag an diesen Steinen lauschen. Weil man irgendwelche Stimmen aus der Zauberwelt hören soll. Völlig verrückt. Und was Totti und ich nicht wussten, wir haben sie im Bus begleitet, dass Tanja eine von denen ist. Sie sprang raus an den Stein und lauschte, als gäbe es da was zu hören. Und ich habe zu Totti gesagt, okay, das war's, die ist verrückt, wir gehen jetzt. Er so, bleib ruhig, ich regel das. Geht rüber, stellt sich an den Nachbarstein und lauscht auch. Und dann sehe ich, wie er sie zu sich rüberwinkt. Ey Tanja, komm mal schnell, ist für dich. Es geht nur so. Du kommst da rational nicht dran an diese Leute. Ich habe jetzt auch den Kontakt abgebrochen. Es macht ja eh keinen Sinn. Warum? Weil sie mich nachts um 12 noch anrief. Ey, wir machen gleich eine Seance. Ich so, was? Kontakt aufnehmen ins Totenreich. Ich so, was? Ja, ich bin mir sicher, ich habe das zweite Gesicht. Ich sag, Tanja, das ist nur ein Doppelkinn. Was soll das? Die ist so crazy. Bitte, und ich bin nicht arrogant. Darum geht es mir nicht. Ich sage nicht, ist alles Quatsch, gibt es nicht. Ich sage nur, ich bin Skeptiker. Ich bin vorsichtig und ich sage, wenn du mir das Phänomen beweist, dann bin ich auch bereit, meine Meinung zu ändern. Gar kein Problem. Ja, ich bin zum Beispiel überhaupt nicht abergläubisch, habe jetzt aber gelesen, Wissenschaftler haben herausgefunden, schwarze Katze bringt Unglück.
Das haben die in einer ganz langen Laborversuchsreihe mit Mäusen festgestellt. Ja, ich glaube, man merkt das jetzt auch, spätestens jetzt ist klar, vor ihnen steht die Zukunft des deutschen Kabaretts. Pispers und Schramm haben abgedankt, Gott sei Dank, katastrophal, peinlich, miserabel. Dieter Nuhr wird hoffentlich bald folgen ins Nirvana des Kabaretts. Loser. Der Einzige, der das Kabarett nochmal richtig groß machen kann. Wer was anderes sagt, Lügner, okay, klar. Merkt man das eigentlich, seit ich diese neue Trump-Therapie mache? Bin ich ein ganz neuer Mensch. Ich war vorher von Selbstzweifeln zerfressen, ne? Und dann kam mein Therapeut und meinte, da gibt's was Neues aus Amerika, Trump up your life. Das ist so eine Gesprächstherapie, eigentlich ganz simpel, ne? Du interpretierst dein ganzes Leben nochmal neu und stellst dich in den Mittelpunkt, der Rest ergibt sich. Und das funktioniert super. Also ich war früher voller Selbstzweifel, jetzt das größte egomane, narzisstische Arschloch, das rumläuft. Das ist so schön. Neulich haben die Zeugen Jehovas geklingelt und gesagt, guten Tag, wir möchten mit Ihnen über Gott sprechen. Ja, da habe ich die reingelassen. Ein bisschen von mir erzählt. Habe ich sie nach 2 Stunden wieder rausgelassen. Da haben die beim Nachbarn geklingelt und gesagt, guten Tag, wir möchten mit Ihnen über Henning Schmidt sprechen. Läuft richtig gut. Und ich habe mir gedacht, komm, die Leute im Saarland, die können es brauchen, so eine Trump-Therapie, das wäre auch was für sie, damit die eigene Existenz wieder ein bisschen Glanz bekommt. Und da habe ich einfach das Ganze in ein Lied gepackt. Ne? Und das Ganze kriegt jetzt jeder hier gratis mit oben drauf. Ne? Wir werden richtig amerikanisch hier. Hey, also wir fangen an mit der ersten Strophe, die mag ich ganz besonders, weil da geht es nämlich nur um mich. Dass ich geboren wurde, war ein Glück für diese Welt. Von nun an wurde alles besser unterm Himmelszelt. Kurz nach der Geburt hab ich mein Spiegelbild gesehen. Da gab es keinen Zweifel, diese Welt ist wunderschön. Meine Mutter rief im Kreissaal, Junge, dass ich dich gebäre. Hier in diesem Kreissaal, das ist mir eine Ehre. Der Chefarzt hat die Tragweite der Sache schnell erkannt und feierlich das Krankenhaus spontan nach mir benannt. Ist das nicht geil, 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 wenn ein Leben einfach geil ist, einfach weil dir einer steht. Wenn selbst ein Superstar ein Autogramm will an der Bar, dann weißt du, dass es nicht mehr besser geht. Uhuhu. Und? Merkt man schon was? Tut gut, was? Okay, aber jetzt wartet erstmal auf die nächste Strophe, weil die ist noch viel geiler, weil da geht es nämlich nur noch um mich. Das Geld von anderen Leuten hat mich immer aufgegeilt. Ich kann auch nicht verstehen, warum ein Mensch mit anderen teilt. Teilen ist doch scheiße, das bringt doch nur Zank und Streit. Ich sage nur Kosakenzipfel. Weiß Bescheid. Meine Welt dreht sich um Geld wie Elektronen um den Kern. Auf Partys treffe ich Reiche, reich und reich gesellt sich gern. Wir sind verrückt nach Charity bei uns im Lions Club. Erst ausbeuten, dann spenden, da geht mir 2x1 ab. Ist das nicht geil, 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 wenn ein Leben einfach geil ist, einfach weil dir einer steht. Wenn selbst ein Superstar ein Autogramm will an der Bar, dann weißt du, dass es nicht mehr besser geht. Uhuhu. Hey, und jetzt kommt's noch viel besser. Die dritte Strophe handelt komplett nur noch von mir. Hey, ich schnippe mit dem Finger und ich krieg, was mir gefällt. Mein Leben ist wie Sex im Flugzeug mit der ganzen Welt. Ich hatte auch mal Sex mit Frauen, nur um das zu testen. Doch ich mach's mir lieber selber, ich kann es halt am besten. Die Welt hält mich für durchgeknallt, nur weil mir alles glückt. Aber einmal habe ich selber auch geglaubt, ich sei verrückt. Ich hielt mich für Napoleon, was für ein kranker Mist.
Doch ich sagte mir, hey Mann, mach dich nicht kleiner als du bist. Du bist geil, 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 wenn ein Leben einfach geil ist. Einfach weil dir... Wissen Sie, was mich so ein bisschen enttäuscht hat? Mal ganz ehrlich. Jetzt mal Ruhe im Karton hier. Es ist wirklich tragisch. Ja, ich sage, ihr kriegt hier die ganz moderne Trump-Therapie obendrauf und keiner schreibt mit. Das ist wieder so typisch. Ja, man muss den Leuten alles hinterhertragen. Aber gut, weil ich das weiß, habe ich noch eine halbe Strophe hinten dran gehängt und das ist sozusagen in konzentrierter Form, da kann nichts mehr schief gehen. Achtung, es geht los. Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Das taugt vielleicht für Facebook, doch zum Glücklichwerden kaum. Für ein sorgenfreies Leben kommt hier Regel Nummer 1. Träume nicht dein Leben. Träume lieber meins, das ist geil, geil, geil. Dein Leben einfach geil ist einfach, weil dir einer steht. Das war eine richtig schön kranke Scheiße, oder? Und diese Menschen gibt es wirklich. Und ungefähr die Hälfte davon, die regieren unsere Welt. Das ist leider so. Ne? Da frage ich mich dann auch manchmal, wie bleibe ich immer so optimistisch? Weil also andere fragen mich das, wie schaffst du das? Weil ich bin von Grund auf super optimistisch. Ich glaube an den Menschen, generell, muss ich wirklich sagen. Ich habe sogar dann in der Pandemie, als alles da niederlag, habe ich ein Buch geschrieben über Hoffnung, ja, dass nicht alles so scheiße ist, wie man denkt und dass es Gründe gibt, dass die Welt heute viel besser ist als früher. Und das glauben mir die Leute immer nicht, dass das ausgerechnet da passierte. Ja, weil das war ja wirklich für uns Künstler sehr, sehr schwierig. Ich hatte das Virus am Anfang überhaupt nicht ernst genommen, gebe ich zu. Aber dann kam ich im März 2020 bei uns bei der Kreisverwaltung vorbei, Dienstag um 9 abends und es brannte noch Licht. Und da waren Autos geparkt. Und ich weiß jetzt nicht, wie es Ihnen ging, aber die Bilder aus Bergamo haben mich jetzt kalt gelassen. Aber als ich da stand, da dachte ich nur, wenn deutsche Beamte um 21 Uhr noch arbeiten, dann stecken wir bis zum Hals in der Scheiße. Dann kamen noch Existenzängste dazu, als ich las, wer als erster dran stirbt. Fettleibige, Diabetiker, Alkoholiker, Kettenraucher, alles über 70. Sofort sah ich mein komplettes Kabarettpublikum vor mir. Das, ja. Das ist so. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin jetzt mittlerweile nach 20 Jahren Kabarett auch staatlich examinierter Altenpfleger. Automatisch, das ist einfach... Nein, aber man muss wirklich sagen, richtig gelitten hat die Jugend, das war so ungerecht, weil die waren ja eigentlich gar nicht betroffen von der Gefahr, mussten sich aber wahnsinnig einschränken und das muss schlimm gewesen sein. Stell dir vor, du bist frisch verliebt und es ist Pandemie und du weißt gar nicht, was ist denn jetzt noch erlaubt, dürfen wir dies, dürfen wir das, ne? Was geht auf 1,50 Meter Abstand, zärtlich anspucken oder was? Es war so schwierig. Wirklich, ich habe die Paare gesehen. In Köln am Rhein bin ich spazieren gegangen, Sommer 21, da saßen sie auf den Bänken, frisch verliebt und 1,50 Abstand. Zur Sicherheit, denen stand die Angst ins Gesicht geschrieben, so nach dem Motto, wenn wir jetzt noch ein bisschen näher zusammenrücken, dann kommt so der Kopf vom Lauterbach aus dem Gebüsch. Und Maß regelt uns so. Also möchten Sie bitten, die Zärtlichkeiten, also Support abzubrechen. Wir müssen also erst die vierte Welle brechen. Dafür brauchen wir den Impfstoff noch. Haben wir den Impfstoff nicht. Wir müssen also erst den Impfstoff haben. Dann werden auch die Kinder unter 6 Jahren geimpft, sowie auch also Hunde, Katzen, Teller und Töpfe. Und dann bis dahin bitte also nur, wenn One-Night-Stands, bitte nur von hinten. Und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war schlimm, oder? Deswegen habe ich gefiebert, bis der Impfstoff kommt. Und ich bin zu meinem Hausarzt, habe gesagt, hau ihn mir rein. Er so, du, es gibt noch keinen. Ich so, egal, die Schulter liegt frei, was hast du da? Und dann habe ich den ganzen Schrank mir geben lassen. Ja, ich bin jetzt gegen alles immun, da kann kommen, was will. Also Staupe, Zwingerhusten, Mittelmeerkrankheit, völlig egal. Da stecke ich weg. Ja. Und mein Booster, das war wie ein zweiter Geburtstag. Ich hatte eine Euphorie in diesem Impfzentrum, als wäre ich auf Ecstasy. Ich kam da rein mit so einem Impfbeat auf den Lippen. So, Impf, 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 Impf.
Na, der Arzt fand's auch lustig. Er so zu mir: Ich will eure Oberarme sehen. Impf, 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 impf. Dann fragt mich die Ärztin: Womit soll ich sie denn impfen? Und ich so: Pfizer, Pfizer. Impf, 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 impf. Da hatte ich einen Spaß, ne? Aber der Spaß wurde dir wieder genommen, wenn du gemerkt hast, oh, das Virus in der Blutbahn ist schon schlimm, aber das Virus in den Köppen, das ist gefährlich. Stichwort Verschwörungstheorien. Alter, was musste ich mir nicht alles anhören? Das war ja schrecklich. Da benutzt keiner mehr seinen Kopf, oder? Es ist wirklich, ich musste an dieses Lied denken von Xavier Naidoo. Wir brauchen keinerlei Waffen, unsere Waffe ist unser Verstand. Habe ich gedacht, der Mann hat recht. Dann habe ich gelesen, was er die letzten Jahre so verzapft hat und dachte, Scheiße, du kommst in Deutschland schwer an Waffen ran. Naja. Aber in einem Punkt haben die Verschwörungstheoretiker sogar recht. Die Medien zeigen uns gar nicht, wie die Welt wirklich ist. Die Medien zeigen uns, was schiefläuft. Wir brauchen Hoffnung, wir brauchen Zuversicht für das, was vor uns liegt. Und wir brauchen Geld, Steuern. Und ich finde, es wäre jetzt mal an der Zeit, nicht mehr darüber zu reden, wer ist Nazi, wer ist nicht, wer ist dies, wer ist das, sondern wer bezahlt. Und da gibt es eine Menge Leute, die bezahlen so gut wie keine Steuern, nämlich das obere 1% unseres Landes, dem die Hälfte dieser Republik faktisch gehört. Und niemand spricht das mal an, dass die anständig Steuern zahlen, so wie ich, denselben Prozentsatz. Da würden die aber wackeln. Jetzt sagen dann viele, oh, Henning, komm doch nicht hier mit Neiddebatte. Es ist kein Neid. Es geht um Gerechtigkeit. Irgendjemand fing an, das Wort Gerechtigkeit durch Neid zu ersetzen. Das ist nicht gut. Ja, die schlimmsten Klimasünder sind die Superreichen und die müssen verdammt nochmal zur Kasse gebeten werden. Und immer wieder höre ich dann aber, na, jetzt sei doch nicht so und wenn es sie glücklich macht, so viel Geld zu haben, halt. Vielen Menschen ist das nicht klar, weil sie eine Milliarde zum Beispiel nicht mehr spüren können. Und ich habe deswegen dieses Gefühl heute Abend für sie mitgebracht. Dann haben sie es in ihrem Herzen und können daraus machen, was sie wollen. Wir stellen uns Folgendes vor, ich hätte so viel Geld wie, sagen wir mal, die Aldi-Brüder zur Verfügung. Oder der Chef von Lidl, die hatten ne, so 40 Milliarden Euro Privatvermögen. Und weil man das nicht fühlen kann, lege ich es in eine andere Dimension, nämlich in die Dimension der Zeit. Stellen wir uns also vor, ich hätte jetzt diese 40 Milliarden hier und ich schmeiße sie weg. Pro Sekunde 500 Euro. Zack. Da hört man die Sekunden, das ist ganz schön schnell, das hatte ich jetzt gar nicht erwartet. Uff. So, immer weiter. Ich werfe dieses Geld weg, ich brauche es nicht, bin Künstler. Jetzt ist die Frage, wie viel liegt hier nach einer Minute? Oh, Kabarett entschleunigt, ich merke schon. 30.000 Euro. Nach einer Minute 30.000 Euro, ich mache immer weiter, dann liegen hier nach einer Stunde 1,8 Millionen auf der Bühne. 1,8 Millionen Euro in einer Stunde. Dafür muss ich ein Jahr arbeiten. So laut hat die den ganzen Abend nicht gelacht, weißt du? Ich glaube an mich. Also, ich mache keine Pause. Ich mache immer weiter. Jede Sekunde 500 Euro. In einer Stunde liegen hier also 1,8 Millionen. In 24 Stunden liegen auf dieser Bühne 43 Millionen 200.000 Euro. Jetzt ist die Frage, wer bleibt, bis ich fertig bin? Ich habe es durchgerechnet. Du musst noch ziemlich genau 2 Jahre hier dabei bleiben, wenn du sehen willst, wie der letzte 500er auf dem Boden segelt. Jede Sekunde 500. In einer Stunde 1,8 Millionen. Das 2 Jahre lang. Jetzt sagte ein Kumpel zu mir, mach das doch auch mal mit 1 Euro Münzen. Ich so, oh ja, dann muss ich das Ergebnis mal 500 nehmen. Dann müssen wir hier 1000 Jahre zusammensitzen. Da habe ich gedacht, ja klar, das ist aber jetzt, das ist halt Verzerrung. Wenn du es immer kleiner machst, wird es immer größer und so weiter. Okay, geschenkt. Aber dann fiel mir auf, ein Tag hat so ziemlich genau 80.000 Sekunden. Das heißt, ich würde am Tag diese 80.000 hier rausballern. Und dann stellen wir uns mal vor, wir hätten jetzt so einen Milliardär zum Freund und der würde sagen, kommt alle mit, ich habe 80.000 dabei und die versaufen wir jetzt. 80.000 Euro versaufen an einem Abend und dann machen wir das. Und Donnerstag kommt er wieder und sagt, ich habe schon wieder 80.000 Euro, die versaufen wir wieder. Und dann machen wir alle mit, wir haben schon so einen Helm, es ist egal, es ist frei. Und dann saufen wir am Freitag nochmal für 80.000 Euro. Und das geht immer so weiter. Und sein Geld ist erst alle nach 1000 Jahren. Deswegen erzähle mir keiner, ist ja nur eine Neiddebatte. Nein, es geht mir nur darum,
dass Gerechtigkeit herrscht und die ist nur, wenn die anständig ihre Steuern zahlen. Denn, Quizfrage, was ist ein Milliardär, dem du 99,99% seines Vermögens wegnimmst? Immer noch ein Millionär. Dankeschön. Das war Henning Schmidtke mit seinem Programm Egoland. Henning Schmidtke.